Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur schon dritten Folge von Minecraft erklärt. In der letzten Folge haben wir hier diese coole Farm angefangen und sogar einen Hund gefunden. Allerdings nur einen und keine Ahnung, wo die anderen vom Rudel sind, keine Ahnung. Aber wir haben einen Hund, immerhin, ziemlich nice. Und was ich auch schon, ach übrigens, wenn ihr einen Namen für den Hund habt, dann gerne in die Kommentare, der hat nämlich noch keinen Namen. Und was ich letzte Folge schon angekündigt habe, mehr oder weniger, ist, dass wir in dieser Folge mal ein bisschen minen gehen. Das bedeutet, wir schnappen uns mal ein paar Diamanten, hoffentlich. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an damit, denn wir haben eigentlich sonst nichts vor in dieser Folge. So, ja, ich glaube, den Hund lasse ich aber nicht hier. Ich mach mal so, zack. Der kommt nämlich mit nach unten, also nicht ganz nach unten in die Mine, sondern unten in unseren kleinen Bunker da oder was auch immer das sein soll. Und dann, es wird auch gerade Nacht, das ist natürlich super passend hier alles. Jetzt muss der Hund hier nur irgendwie reinkommen. Gucken, ob er das schafft. Ah, er schafft's, oh mein Gott. So, sitzt und Tür zu, perfekt. So, wir brauchen Leitern. Wir brauchen viele Leitern, wir brauchen noch mehr Leitern und ein Wassereimer kann auch nicht schaden. So, zack, zack, zack. Das müsste auf jeden Fall reichen an Leitern. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Spitzhacken, denn wir wollen ja so lange suchen, bis wir Diamanten finden. Und hier haben wir das ganze Eisenzeug, super. So, und ich werde euch eben zeigen, wie ich denn immer anfange, Diamanten zu finden tatsächlich. Und wobei, ich glaube, eine Schaufel aus Eisen wäre auch nicht ganz verkehrt. Und habe ich noch ein Schwert? Ich habe kein Schwert mehr, dann mache ich so, zack. Ja, jetzt sortieren wir hier erstmal kurz aus. Also auf jeden Fall brauchen wir Spitzhacken, wir brauchen Schaufeln. Und ja, ich glaube, eigentlich brauchen wir keine Axt. Oder? Brauchen wir Axt? Ich glaube, wir brauchen keine Axt. Ich wüsste nicht wofür. So. Schwert brauchen wir, das hier brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht, das brauchen wir auch nicht, das brauchen wir auch alles nicht hier. Leitern brauchen wir brauchen auch Fackeln. Ich nehme nochmal ein paar mehr Sticks mit, dann können wir noch mehr Fackeln machen. Aber ansonsten würde ich sagen, reicht das schon, was wir jetzt hier an Ausrüstung haben, auf jeden Fall. Ich nehme nochmal ein bisschen Holz mit, dann können wir unten noch ein paar Dingsbums bauen, ein paar Kisten. Und jetzt würde ich sagen, verabschieden wir uns vom Hund, der noch keinen Namen hat, und gehen mal nach unten. Und ich zeige euch mal, wie ich das Ganze immer anfange. Und zwar mache ich erstmal so. Essen brauchen wir. Essen, Essen, Essen. Das ist ja nochmal gerade so gut gegangen. Ich habe schon gesehen, dass wir ganz unten sind und dann auf einmal nichts mehr zu essen haben. So. Also ich mache es meistens so. Gerade runterbauen ist ja immer blöd. Genau wegen sowas, weil man dann in Höhlen fällt. Oh mein Gott. Und ich glaube, ich mache den Shader aus. Oder wobei, ich glaube, es geht sogar eigentlich. Oh, ja, okay, das ist jetzt natürlich nice. Erstmal gucken, ob es hier irgendwas zu holen gibt. Sieht aber nicht so aus. Okay, dann stellen wir uns mal den Piper. So, und jetzt müsste er sterben. Ja, perfekt. Okay. Habe ich ja natürlich gerade so überlebt. Holy shit. Geht ja richtig gut los hier. Also, hier ist auf jeden Fall Eisen. Das nehmen wir schon mal mit. Nee, also eigentlich, was ich sagen wollte, ist, dass man sich ja nicht so runterbaut, weil man könnte ja in Höhlen fallen, ja, soll ja vorkommen, und dann, dass man von Creepern fast gekillt wird. Und wir suchen eigentlich Diamanten, deswegen gehe ich hier jetzt mal nicht weiter. Und was ich eigentlich mache, ist, dass ich immer zwei Blöcke abbaue und mich dann da so raufstelle, damit man eben nicht runterfällt. Das werde ich euch jetzt mal zeigen. Und jetzt muss ich erstmal noch ein bisschen Stein abbauen, damit wir hier den Gang fertig machen können. Eieiei, das ging ja hier direkt wieder actionreich los, das ist ja der Wahnsinn. So. Ein halbes Herz einmal. Na gut. So, also wir bauen hier dann hoch. Zack, zack, zack. Und dann mache ich es meistens so, dass ich dann hier eine Fackel hinklatsche. So, zack. Und hier kommen dann die ganzen Leitern dann später hin. So. Und ich mache es dann eben so, dass ich mich auf quasi zwei Blöcke gleichzeitig stelle. Und das sorgt eben dafür, dass ich diesen Block hier abbauen kann. Und dann sehe ich schon, ob da irgendwas Schlimmes ist, Lava oder sowas, oder eben nicht. Und dann kann ich diesen Block hier abbauen. Und so kann ich mich jetzt halt die ganze Zeit nach unten bauen, ohne dass ich halt Gefahr laufe, irgendwie irgendwo reinzufallen. Das ist eigentlich ziemlich nice. Und das Eisen hier nehmen wir aber, denke ich, doch nochmal mit. Weil so viel Eisen haben wir auch noch nicht. Ich werde auch später eine Eisenfarm bauen, tatsächlich. Aber jetzt eben noch nicht, und deswegen schauen wir uns hier das Eisen auf jeden Fall nochmal und klatschen dann hier nochmal eine Fackel hin, damit es immer schön hell ist. Dann buddeln wir uns jetzt hier weiter nach unten. Und das Ganze müssen wir jetzt so lange machen, bis wir auf der Ebene 11 sind. Ich habe auch schon mal übrigens ein Video gemacht, wie man Diamanten findet. Da habe ich das auch erklärt, weil auf Ebene 11 ist es nämlich so, dass man auf derselben Höhe ist wie die ganzen Lavaseen. Das bedeutet, man hat da jetzt nicht so die Gefahr, dass man irgendwie über sich auf einmal Lava hat. Das ist natürlich immer richtig ätzend, wenn auf einmal über einem Lava ist und das läuft dann in den Gang rein und so weiter. Das ist nicht so cool. Und das ist bei Ebene 11 halt nicht so. Und außerdem ist Ebene 11 tatsächlich eine von den Ebenen, wo halt die meisten Diamanten sind. Denn Diamanten spawnen ja sowieso nur von Ebene 0 bis 15, glaube ich, und zwischen irgendwelchen, auf jeden Fall Ebene 11 ist noch dabei, wo halt die meisten Diamanten spawnen, tatsächlich. Dementsprechend mache ich das dann auch immer, weil es halt so zwei Fliegen mit einer Klappe sind. Erstmal findet man halt die meisten Diamanten und dann ist man auch noch relativ sicher, was so Lava und sowas angeht. Und dementsprechend ist Ebene 11 halt das, worauf ihr halt achten solltet am besten. Und dann werden wir da einfach ein bisschen Strip Mine, einfach ein bisschen in irgendeine Richtung. Dann gucken wir, dass wir Diamanten finden.
Beim Ziel ist es tatsächlich, 5 Diamanten zu finden, weil dann können wir uns nämlich einen Verzauberungstisch machen und eine Diamantspitzhacke. Und dann können wir nämlich eine eine Erfahrungsfarm bauen, für Level halt. Und dann können wir nämlich schon die Diamantspitzhacke, die wir haben, tatsächlich verzaubern und hoffen, dass wir Glück bekommen. Und mit Glück 3 kann man natürlich super viel besser halt Diamanten einfach abbauen, weil dann werden, oder es gibt zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass man halt 4-mal so viele Diamanten bekommt. Und das ist natürlich super wert. Und ja, wäre halt natürlich ein bisschen blöd, wenn ich jetzt hier unten ganz viele Diamanten farme, aber ohne Glück, weil dann würde ich ja ganz viel Potenzial verschenken, weil ich ja viel mehr daraus hätte kriegen können. Und ja, wir sind jetzt hier auf der Ebene 11 und jetzt zeige ich euch mal, wie ich das Ganze mache. Und zwar buddel ich jetzt einfach in eine Richtung geradeaus und hoffe, dass ich Diamanten finde. Das ist so das große Geheimnis der ganzen Sache. Was ich allerdings meistens noch mache, ist hier direkt am Anfang so einen kleinen extra Raum, wo wir dann nochmal so ein bisschen Kisten haben und ja, eine Workbench und sowas. Was man auch machen kann, ist tatsächlich hier nochmal eine Leiter hinzumachen und hier Wasser hinzumachen. Weil jetzt können wir nämlich, wenn wir ganz oben sind, einfach hier runterspringen und dann landen wir im Wasser und können hier runter, ohne dass wir sterben eben. Das ist auch ziemlich nice. So, ich mache nochmal hier eben eine Crafting-Bench hin und nochmal eine Doppelkiste. Dann können wir hier nämlich später auch die ganzen Sachen reintun, die wir gar nicht mehr brauchen. So, das Zeug hier jetzt zum Beispiel. So, das brauchen wir glaube ich auch nicht mehr. Dann können wir uns jetzt einfach mal dran machen, gerade auszubuddeln und hoffentlich Diamanten zu finden. Und ja, alle paar Blöcke muss man dann halt eine Fackel setzen, damit hier keine Creeper oder sowas spawnen. Ist nämlich ziemlich gefährlich, habe ich gehört, wenn man Creeper findet in der Höhle und die einen dann fast in die Luft jagen. Ja. Ich würde sagen, ich grabe jetzt hier einfach mal geradeaus und wenn ich Diamanten finde, dann melde ich mich nochmal. So, ich habe jetzt schon 2 Spitzhacken in diese Richtung kaputt gemacht und irgendwie hatte ich noch gar kein Glück. Also ich habe wirklich nichts gefunden. Ich habe nur einmal Redstone gefunden und halt sonst nur Kohle und ein bisschen Eisen tatsächlich. Ich habe nicht mal Gold gefunden oder Lapis oder sowas. Also geschweige denn Diamanten natürlich. Und ich glaube, ich ändere jetzt einfach mal die Richtung, in die ich baue. Weil manchmal, keine Ahnung, es ist natürlich nicht garantiert, dass man so Diamanten findet, ist ja klar. Aber manchmal, weiß nicht, das ist so eine Gefühlssache irgendwie. Also ich habe das Gefühl, in dieser Richtung finde ich nichts. Und dann werde ich jetzt einfach mal in eine andere Richtung bauen. Und dann zeige ich euch mal, wie ich das dann meistens mache. Also ich mache meistens, wie gesagt, einfach einen sehr, sehr langen geraden Gang. Und dann buddel ich meistens dann nochmal so seitwärts und lasse dann dabei immer 2 Blöcke nebeneinander frei und mache dann noch einen Gang und mache dann hier wieder einen Gang und so weiter und so weiter. Und so findet man dann tatsächlich auch mal coole Sachen, wie zum Beispiel hier den superhellen Lavasee. Also ich glaube, in der Höhle ist tatsächlich so ein Shader gar nicht so cool. Zumindest sieht die Lava nicht so toll aus, deswegen glaube ich, baue ich mich mal lieber in die andere Richtung weiter. Und ja, mal gucken, ob wir hier mehr Glück haben oder ob ich wieder einfach nur Spitzhacke kaputt mache und halt Steine sammle. Also hier seht ihr mal die Ausbeute, die ich jetzt gehabt habe. Ja, ist jetzt noch nicht so geil, aber mal gucken. Kann ja eigentlich nur besser werden. Und es wurde auch besser und ihr seht schon, wie wenig ich mich nach vorne gebaut habe. Also hier vorne habe ich angefangen. Und nach so einem Stückchen hier habe ich schon Diamanten gefunden. Das ist natürlich richtig cool. Und jetzt hoffen wir mal, dass es möglichst viele sind. Also wie gesagt, 5 wären schon mal richtig geil. Aber mehr nehme ich natürlich auch. Ein bisschen weniger wäre halt irgendwie doof, aber wäre auch okay. Wir haben ja schon mal welche. So, wir haben mindestens 1, wir haben mindestens 3. Wir haben, oh mein Gott, das sind genau 5 oder was? Ja, das ist ja natürlich optimal. Tatsächlich, genau 5. Das ist natürlich schon mal richtig gut. Also theoretisch würde das jetzt schon reichen. Ich würde jetzt eigentlich normalerweise halt eine Spitzhacke bauen und dann tatsächlich schon den Enchanting Table versuchen zu bauen. Aber wir wollen natürlich mehr Diamanten haben und deswegen werde ich jetzt hier weiter farmen. Und ich würde sagen, ich baue einfach in diese Richtung weiter. Hier habe ich ja anscheinend ein bisschen mehr Glück. Und dann schaue ich mal, was wir noch so finden werden. Oh, wir haben direkt danach, also hier waren die Diamanten und direkt danach habe ich Gold gefunden. Und das ist schon sehr viel mehr, als ich die ganze Zeit in dem anderen Gang gefunden habe. Also manchmal, wenn ihr einfach nichts findet, müsst ihr einfach einen neuen Gang anfangen. Und dann findet ihr schon Diamanten und Gold und alles, was ihr haben wollt. Und ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, was dieser Gang uns dann noch so bringt. Oh, ich habe hier anscheinend eine Höhle gefunden beim Minen. Ich hole mir hier nochmal das Eisen und dann schauen wir mal hier, ob wir noch Diamanten finden können. Oh, wow, lag wieder, krass. Ich finde übrigens, die Lava in dem, oder mit dem Shader sieht echt nicht so geil aus. Also, das sieht zu gelb aus, irgendwie. Keine Ahnung, Lava müsste doch eher rot-orange sein, oder nicht? Keine Ahnung. Es scheint ziemlich groß zu sein hier. Ich guck mal, was wir hier so finden können. Hier ist Obsidian, dann ist hier auch Wasser, oder? Das sieht man in dem Shader auch nicht so gut. Naja, hier ist auf jeden Fall auch Wasser. Dup, 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 will ich hier lang gehen? Ich glaube lieber nicht. Wasser ist immer so nervig, deswegen gehe ich da meistens nicht so gerne lang. So, und dann schnappe ich mir mal hier ein paar Bauklötze und baue hier eine Brücke. Mal gucken, was wir hier noch so finden. Auf jeden Fall eine große Höhle. Da müssen wir eigentlich gute Chancen haben, um irgendwas Cooles zu finden.
Wobei wir... Oh, das ist alles Gravel. Das werde ich auf jeden Fall gleich abbauen und runterfallen lassen. Aber erstmal hier noch gucken. Ne, hier gibt's gar nichts. Hier gibt es... Ich habe auch noch nicht einmal... Ich zeige euch mal, was ich bis jetzt habe. Ich habe noch nicht ein einziges Stückchen Lapis gefunden übrigens. Oh, das war ja geil. Ich habe schon mehr Diamanten als Lapis Lazuli. Das ist schon krass. Also... Na, irgendwie... Wo ist denn der ganze geile Scheiß? Wo finde ich den denn? So, das Eisen nehme ich noch mit. Redstone habe ich auch eigentlich schon genug. Wobei ich halt jetzt auch natürlich den Level brauche, wenn ich verzaubern möchte. Also 30 Level wäre natürlich auch cool. So müsste ich ja eigentlich doch die ganze Kohle und das ganze Redstone-Zeug abbauen. Einfach fürs Level. Aber ich möchte eigentlich mehr Diamanten finden. Und irgendwann mal Lapis brauche ich ja auch zum Verzaubern. Und dementsprechend würde ich sagen, buddeln wir uns ja gleich mal ein bisschen weiter. Ne, hier sieht es auch nicht so aus. Hier ist ja echt gar nichts. Nichts zu finden. So, wo habe ich denn... Ich glaube, ich komme von hier. Ja, von hier kam ich, dann gehe ich nochmal hier lang. Oder habe ich hier schon geguckt? Kann auch sein, dass ich hier schon war. Aber sieht sowieso nicht danach aus, dass hier viel ist. Hier ist ein Zombie. Da ist auch noch ein Zombie. Ne, ich glaube, hier ist nichts mehr. Oh, hier ist Lapis. Ja, ja, hier ist doch was. Ist auch lustig, wie die Zombies immer leuchten, wenn man sie tötet. So. Schnell futtern. Das nach da und da kommt schon der nächste Zombie. Ja, moin. Komm mal ran hier. Super. Kommt hier noch was? Sieht nicht so aus. Können wir uns hier nämlich nochmal das Lapis snacken. Es gibt nämlich natürlich auch Level und wir brauchen, wie gesagt, auch zum Verzaubern eben Lapis. Das bedeutet, das hätten wir sowieso gebraucht. So, und hier habe ich doch irgendwo... Hier? Ja, ja, ja. Hier ist mein Gang. Ich würde sagen, ich drehe jetzt auch um mit dem Gang. Das mache ich nämlich auch manchmal, dass ich dann halt einfach so baue und dann... Oh, meine Ich habe auch gleich keine Spitzhacken mehr. Ich muss sowieso gleich aufhören. Also, dass ich dann hier, wie gesagt, diese zwei Blöcke freilasse und dann buddel ich mich jetzt einfach Richtung Hauptgang, sage ich mal, zurück. Und, oh mein Gott. Schaut euch das an, wie... Es ist einfach so geil. Also, ohne Spaß, ihr müsst einfach hin und wieder mal die Richtung ändern und dann findet ihr einfach den ganzen geilen Scheiß. Das ist natürlich richtig... Oh, wow, ich bin so dumm. Nein, ich wollte sie doch gar nicht abbauen. Oh, fuck. Ja, ich wollte ja eigentlich die Diamanten dann überlassen, damit ich halt mit der Glück 3 Spitzhacke zurückkommen kann, damit ich mehr Diamanten krieg. Aber jetzt war ich so gierig und habe die direkt abgebaut. Das ist ja dumm jetzt. Na gut, da war ich zu gehypt ein bisschen, aber naja, ärgert mich jetzt tatsächlich, aber naja, was soll man machen? Ja, die nächsten lasse ich dann aber auf jeden Fall am Leben und ich würde sagen, ich buddel mich jetzt hier einfach mal weiter geradeaus. Mal gucken, ob wir hier noch was finden. Ja, tun wir direkt. Gold und Redstone. Besser geht's auch gar nicht. Das, ja, mal gucken, was dieser Gang noch uns bringt. So, meine letzte Spitzhacke ist jetzt gerade kaputt gegangen und mein Inventar ist auch komplett voll. Das bedeutet, wir müssen hier mal kurz... uns neu ausrüsten mit ein bisschen neuem Stuff auf jeden Fall. Dann kann ich auch mal mein Inventar ein bisschen ausmisten. Zum Glück haben wir hier unten alles, was wir brauchen. Und dann mache ich hier schon mal direkt einen Ofen. Und dann können wir nämlich schon mal hier ein bisschen Eisen brennen. Ich habe nicht mal ein Stack Eisen gefarmt. Das ist schon nicht so krass eigentlich. Ah, wobei ich habe hier auch nochmal 20. Oder habe ich die eben mitgenommen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir machen sogar mal einen zweiten Ofen direkt. Ja, wo stelle ich den hin? Da oben, glaube ich. So. Dann nehmen wir hier nochmal zack und zack. Das reicht ja lange nicht. Ich brauche auch mehr Kohle. Auch ein kleiner Tipp von mir am Anfang gerade. Wenn ihr weiter minen geht, dann bringt auf jeden Fall eure Diamanten woanders hin. Weil ich habe jetzt noch nicht so gute Ausrüstung. Das bedeutet, wenn ich jetzt in Lava falle oder so, dann sterbe ich relativ wahrscheinlich. Und das wäre natürlich richtig ätzend, wenn ich jetzt in der Lava sterbe und dann alle meine Diamanten verliere, die ich jetzt hier gefarmt habe. Das muss echt nicht sein. Also geht dann lieber auf Nummer sicher. Später, wenn ihr natürlich eine gute Rüstung habt und sowas, dann ist es halt nicht mehr so wichtig, aber... So gerade am Anfang ist das wäre halt super, also das wäre toxic, wenn ich jetzt hier alles wieder verliere. Was ich aber auf jeden Fall jetzt mache, ist nochmal ein bisschen Kohle holen, weil dann kann ich noch weiterbauen. Und ja, ein paar Diamanten mehr wären natürlich auch noch nice. Das werden wir uns auf jeden Fall noch holen, denke ich. Hier irgendwo war Kohle, glaube ich. Habe ich übergelassen eben. Dupdi-dupdi-dup. Ja, hier. So. Und dann würde ich sagen, meine ich hier einfach noch ein bisschen weiter und mal gucken, ob ich noch was Cooles finde oder ob es das schon war für das Video irgendwie. Mal gucken. Ich habe hier einfach einen Minenschacht gefunden, also ohne Spaß. Das hier war die letzte Fackel, die ich geplaced habe. Hier habe ich angefangen abzubauen, als ich dann eben weitergemacht habe. Und diese paar Blöcke später kam halt ein Minenschacht. Und ich würde sagen, den erkunden wir jetzt auch nochmal. Und da hätte ich halt doch die Axt mitnehmen können. Hier ist ja dann wieder Holz. Ich würde sagen, wir springen da jetzt einfach mal runter und gucken, was hier so abgeht. Und ich glaube, da vorne ist schon direkt so ein Mini-Spin-Spawner. Ist es sogar, oh nee, die sind super ätzend, weil die einen vergiften, das ist, ja, nicht so cool. Ich hoffe, das spawnt jetzt nichts. Ich würde sagen, wir rushen hier einfach mal durch und gucken, was wir so finden. Das Lava, die Lava mache ich mal hier eben weg.
Dann gönnen wir uns hier nochmal ein bisschen Eisen. Ich überlege gerade, was kann man denn so in Minenschächten cooles finden? Auf jeden Fall ist das hier ziemlich niedrig, auf ziemlich niedriger Höhe. Das bedeutet, hier können wir in den Gängen auch Diamanten finden, auf jeden Fall. Ansonsten Melonsamen wären cool. Oder halt so dieses typische Zeug, was man halt findet, so Nametags zum Beispiel. Dann könnten wir auch die Eisenfarm relativ schnell bauen. Da braucht man ja auch Nametags. Das wäre natürlich ziemlich cool. Aber ansonsten brauchen wir eigentlich nicht unbedingt etwas hier aus den Minenschächten. Aber wir haben auch einen Spinnspawner. Da könnten wir jetzt auch eine XP-Farm draus machen, tatsächlich aus dem Höhlenspinnspawner. Wäre natürlich auch ein cooles Video eigentlich, weil wir brauchen ja sowieso demnächst XP, damit wir verzaubern können. Und dann könnte man das ja irgendwie verbinden zum Beispiel. So. Aber ich würde sagen, wir checken hier auf jeden Fall mal ab, was es hier so gibt. Und auf jeden Fall gibt es hier anscheinend Spinnen. Und ich habe ja letztens schon mal erzählt, dass ich irgendwie komische Mauseinstellungen habe. Und ich weiß nicht wieso. Deswegen bin ich nicht so gut im Treffen gerade. Ich hoffe, das war nicht der Spinnspawner, den ich eigentlich ausgeleuchtet habe. Weil das wäre nervig, wenn die da trotzdem spawnen würden. Dann muss ich den ja irgendwie einbauen oder sowas. Ich glaube, das war der hier tatsächlich. Ich place hier drumherum, glaube ich, nochmal ein paar Fackeln, damit hier nichts spawnt. Ihr könnt übrigens diese Spinnennetze schneller abbauen mit Schwertern. Das bedeutet, wenn ihr die auch so hasst wie ich, dann einfach ein Schwert dabei haben und dann passt das schon. Und ich würde sagen, hier ist auf jeden Fall, hier ist ja noch eine Spinne. Oder ist hier nebenan noch ein Spawner? Ich hoffe nicht. Da hinten ist auf jeden Fall eine fette Spinne. Hier ist Gold, hier geht's nach oben. Aber ist, hier ist echt noch ein Spawner, oder? Nee, okay, sah nur so aus. Aber hier ist eine Kiste, oder? Nee, oh, schade. Ja, ich hatte Hoffnung für einen kurzen Moment. Und hier ist ja zweimal Wasser sogar. Das ist ja super nervig. So, was haben wir denn hier noch? Okay, da hinten geht's auf jeden Fall noch ganz schön weit weiter. Das werden wir dann später mal abchecken. Ich gucke dann erstmal in diese Richtung hier weiter. So, und ich darf mich auch nicht verirren, sonst bin ich hier nicht mehr raus. Das wäre natürlich auch lustig. Wobei, ich habe eigentlich genug Ausrüstung, um hier erstmal zu überleben, auf jeden Fall. Und zur Not kann man sich halt, also auch ein kleiner Tipp, falls ihr euch mal verirrt in Höhlen oder sowas. Ihr könnt ja immer einfach eine Treppe nach oben bauen. Und auf der Oberwelt, sage ich mal, da findet man sich ja viel einfacher zurecht. Und da sind ja große Distanzen im Zweifel auch schon relativ einfach zu machen. Aber gerade in so Labyrinthen hier, in so Höhlenlabyrinthen, ist das natürlich super schwierig, sich zurechtzufinden. Und dementsprechend, ja, Plan B ist halt einfach immer hochbauen, ne? Ist natürlich richtig scheiße, wenn man irgendwie keine Spitzhacken mehr hat, aber auch sowas zum Beispiel in Höhlen, in Minenschächten zumindest, da hat man ja überall Holz, also eigentlich funktioniert das immer, dass man hier irgendwie rauskommt. Da oben geht's auch noch weiter sogar. So. Hier ist noch mehr oh, hier ist auch ein Diamant. Jawoll. Das war ja wieder, oh, hier ist auch eine Kiste. Oh, die gucken wir uns gleich an. Ich leuchte hier nur einmal kurz schnell alles aus. Gibt's hier was? Nee, okay, dann, oh, ja, okay, voll reingesprungen, super. Ah, so. Da gucken wir mal, was in der Kiste ist. Hoffentlich Melonsamen. Nö. Aber wir haben mehr Fackeln, das ist auch cool. Und wir haben ein Namensschild. Ist auch mal praktisch. Und das Ding nehme ich mal mit. So, dann haben wir schon mal eine Free-Kiste umsonst abgestaubt. Ist auch geil. Und die Diamanten lasse ich aber hier diesmal. Diesmal werde ich sie nicht abbauen. Aber ich muss hier irgendwie den Weg hierhin markieren, damit ich die auch später wiederfinde. Aber ich guck mal, wie viele das sind. Oh, das sind viele, das sind viele. Das sind doch lecker viele, oder? Okay, ist auch direkt der Bedrock. Also wir haben hier mindestens, ja okay, wir haben 4 Stück. Das könnten, wenn es richtig gut läuft, 16 werden. Wenn es schlecht läuft, sind es halt nur 4, aber 16 wäre schon richtig lecker. Dann könnten wir auf jeden Fall schon mal einen richtig guten Start hinlegen, hier mit Ausrüstung und so weiter. So. Kohle habe ich eigentlich auch genug. Ich gucke jetzt lieber, dass ich hier rausfinde. Eigentlich haben wir schon alles genug außer Diamanten tatsächlich. Also ich weiß jetzt schon nicht mehr, woher ich komme. Ich glaube von hier irgendwo. Komme ich tatsächlich von hier? Bin ich hier runtergefallen? Hier war ich auf jeden Fall. Ja, hier bin ich, oder? Nee. Moment. Ja, ihr seht schon, mein Orientierungssinn unter der Erde ist halt absolut nicht gut. Hier sind auch noch Fackeln. Hier könnte ich auch. Hier bin ich reingefallen. Genau, von hier komme ich. Und dann mache ich hier nämlich einfach den Weg weiter. Und dann markiere ich da irgendwie den Eingang. So. Zack. Und hier ist auch noch mehr Gang, tatsächlich. So, auf dieser Ebene hier müsste dann der Gang weitergehen und dann kommen wir halt zu dem Hauptgang wieder. So, und dann müssen wir hier runter. Ich gehe dann mal hier entlang. Wenn ich denn hier einfach geradeaus laufe, kommen wir dann... Nee, okay, also ich muss schon hier lang. Nee, warte, zum Spawner will ich gar nicht. Ich glaube hier hoch. Und dann hier geradeaus? Nee. Ich habe die Diamanten verloren. Nein. Okay, warte. Ich bin so inkompetent, was Höhlen angeht. Also hier auf jeden Fall nicht. Oder? Erstmal auf ganz Nummer sicher gehen.
Ja, okay, hier auf jeden Fall nicht. Dann baue ich hier mal den Eingang zu einfach. Ist auch eine ganz gute Taktik, weil dann wisst ihr, hier, da gibt's nichts zu gucken. Da müsst ihr nicht reingehen. Und am Sporner vorbei müssen wir eigentlich auch nicht. Also kann es ja nur hier sein. Oder? Und hier war ich doch eben schon. Eieiei. Ah, das ist ja belastend hier gerade. Jetzt habe ich die Diamanten verloren. Geht's hier irgendwo lang? Ne, hier ist Lapis, dann waren hier auch die Dias, genau, okay. Gut, das markiere ich mir auf jeden Fall irgendwie. Ja, ich mache hier einfach ganz viele Fackeln hin, glaube ich. So, hier, zack, 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 zack. Dann weiß ich Bescheid. Weil hier, genau, hier finde ich hin und... Oh, Spinne. Und Lag. Spinne und Lag. Da oben ist noch ein Spawner. Von da kommen die immer runter. Da gehe ich jetzt mal hin. Dann leuchte ich das auch nochmal aus. So, zack. Zweite Etage. Zack, zack, zack. Aber das ist ja nervig. Wobei, das ist eigentlich geil, weil dann sind hier zwei Spawner übereinander. Dann könnte man beide zu einer XP-Form machen. Eieiei. Das ist ja wieder stressig hier. So, zack. Da schon mal eine Fackel hin. Dann dürfte eigentlich nichts spawnen. Muss ich die natürlich töten, bevor ich sterbe. Jetzt hier sterben wir natürlich auch. Na, das wäre gar nicht so schlimm. Hier finde ich ja wieder hin. So, dann leuchte ich hier nochmal aus. Und place hier vorne nochmal. Ist da noch einer? Oder ist das. Ne. So, zack. Das müsste jetzt aber reichen. Oh, Spinne. Okay, nice. Zum Glück hat die mich nicht angegriffen, sonst wäre es vielleicht doch nochmal knapp geworden. Aber hier geht's glaube ich nicht weiter. Super, okay. Ja, hierhin denke ich, werde ich finden. So, und dann könnte man hier echt. Die sind ja. Sind die komplett genau übereinander? Das sind hier 1, 2, 3, 4 Blöcke von dem Ding hier aus. Und hier sind das. Okay, nicht ganz, aber da könnte man eine gute XP-Farm draus bauen, auf jeden Fall. Na, hier oben gehe ich nochmal lang und dann würde ich sagen, verziehen wir uns mal wieder nach oben. Ich habe nämlich genug von der Höhle hier, actually. Alles hier Stress pur für mich. Weil. Also, ich spiele relativ wenig Survival theoretisch. Weil, also, ich spiele viel Survival, sagen wir so. Aber ich spiele halt nicht so oft von Anfang an. Also, ich bin halt total gewohnt, dass ich halt eine richtig starke Rüstung habe und alles scheißegal ist und mir eh nichts irgendwas anhaben kann und so weiter. Wie halt auf dem Server zum Beispiel. Ja, aber hier ist natürlich was ganz anderes jetzt. Hier ist ja wieder alles von Anfang quasi. Total schlechte Ausrüstung, schlechte Schwerter und so weiter. Da muss ich erstmal drauf klarkommen. Ich glaube, hier gibt's aber nichts mehr zu gucken. Wobei, hier ist nochmal ein großer Raum vielleicht. So, mal gucken, was gibt's hier denn so? Oh, hier geht's wieder in jede Richtung, ne? Ich gucke nur mal kurz, ob's hier irgendwie eine Kiste zufällig gibt. Oder ein Spawner oder sowas. Aber sieht, glaube ich, nicht so aus. Hier unten nochmal gucken. Ich glaube, ich habe mich jetzt eh schon wieder verlaufen. Ne, okay, ich dachte, da hinten ist eine Kiste, aber ich glaube, das war Dirt. Na gut, was haben wir hier? Okay, gar nichts. Ja, nicht schlecht. Hier war auf jeden Fall ein Zombie. Was hat hinter dem Zombie? Nee, okay. Dann mal diese Gänge hier gucken, aber da ist, glaube ich, auch nichts los. Hier ist auch so viel Redstone. Also viel brauche ich gar nicht. Hier ist Lapis, okay. Lapis holen wir uns aber nochmal. Ich glaube, dann haben wir auch erstmal genug Lapis. Lazuli. So, ich weiß noch früher, als Lapis einfach komplett useless war. Das hat man für nichts gebraucht, einfach. Oh, shit. Jetzt bin ich hier gefangen. Die haben mich gefangen im Spinnennetz. Aber sie greifen mich nicht an. Sind die behindert? Nice. Okay, da habe ich ja nochmal Glück gehabt hier. Das Spiel ist auf meiner Seite. Hier ist noch einer. Ist hier ein Spawner? Oder, oh, hier ist echt noch einer. Vier Zombies, das ist ja auffällig. Aber das ist einfach Zufall. Da hinten ist noch eine Kiste auf jeden Fall. Ich mache mir hier kurz eine Lampe hin. Damit wir wissen, wo es hingeht. Hier ist auch noch eine Kiste, oh mein Gott. Ja, hier ist auch Melonsamen drin. Oh, Jungs, das war so wert, hier nochmal lang zu gehen. Das war es absolut wert und das Ding nehmen wir auch mit. Ich lasse hier nichts zurück. Ich hole mir alles, was ich kriegen kann. So, gibt's hier noch? Oh, hier sind... Oh, es ist so viele Wege, man weiß nicht, wo man hingehen soll. Hier oben ist auch noch... Hier geht's auch noch weiter, oder was? Ja, gut, aber... Oh, du Creeper, da habe ich jetzt nicht nochmal Bock drauf. Und da ist auch noch ein Zombie, okay. Aber hier war noch eine Kiste, die hole ich mir auf jeden Fall noch. Ja, hier vorne, oh... Ist auch Zombie auch wieder da. Oh, diesmal bist du gefangen, haha. Oh, da ist noch ein Zombie, okay. Ich baue die mal schnell ab. Oh, da waren auch richtig viele Melonensamen, glaube ich, ne? So, dann laufen wir an dem mal vorbei und jetzt laufe ich aber schnell nach oben. Wir haben so viel geilen Stuff, das will ich hier nicht verlieren. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder zurückfinden, irgendwie, ne? Ah, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Also hier ist. Ja, warte, von hier komme ich, glaube ich. Ja, hier war eine Fackel. Komme ich von da oben oder. Oh, ne. Ich glaube, ich kam von da oben. Ja, das ist jetzt wieder ein Zombie. An dem müssen wir irgendwie vorbei. Wupp. Oder sieht er mich nicht? Ich glaube, ich habe ihn outplayed. Ach nee, da vorne ist er. Okay, so viel dazu. Oh, ich habe ihn noch outplayed. Ah, schnell weg hier.
Okay. Ah, das Gold hole ich. Ich gehe hier auf jeden Fall nochmal runter und farm das hier alles weg. Aber vielleicht auch tatsächlich nicht in der Aufnahme, sondern so offscreen, sage ich mal. Weil es ist halt nicht so spannend, jetzt hier durchzulaufen und alles abzubauen tatsächlich. Apropos abbauen, ich werde mich jetzt hier in diese Richtung einfach mal schnell weiterbauen. Ey, wir haben so geilen Stuff gefunden. Das war auf jeden Fall super wert, hier runterzulaufen. Und was hier auch alles ist. Zwei Spinnspawner direkt übereinander, ein Minenschacht, Diamanten haben wir gefunden, alles gefunden, was wir wollten. Außer Emeralds vielleicht, aber Emeralds gibt es ja sowieso nur in Gebirgen, also unterirdisch, unter Gebirgen oder unter Bergen halt. Da kann man Emeralds finden, aber halt nicht in dem Biom, wo wir jetzt sind. Also ich bin ja hier im, weiß ich gar nicht, in was für ein Biom wir gerade sind. Irgendwo steht das. Wir sind im Forest, also im ganz normalen Wald halt. Im Wald halt. Und ja, da gibt es halt keine Emeralds. Aber die könnte ich mir zur Not auch tauschen von den Villagern. Wir haben ja zum Glück auch direkt ein Dorf. Eigentlich ziemlich nice hier, das Gebiet tatsächlich. Wobei ich auch das Gefühl habe, in den neueren Versionen, da ist halt alles häufiger einfach. Also viel mehr Dörfer, viel mehr ja, Minenschächte, Spawner und so weiter. Wobei wir haben noch keinen richtigen Spawner gefunden, also kein Verlies oder Dungeon halt. Das wäre natürlich auch nochmal richtig cool. Wobei, es gibt halt auch nichts Besonderes, glaube ich. Weiß nicht, so ein paar Nametags wären halt noch nicht schlecht. Wobei, ich habe jetzt einen Nametag, nee, zwei sogar. Das reicht natürlich, glaube ich, schon für die Eisenfarm. Dafür brauchte man, glaube ich, nur einen. Und hier sind wir jetzt. Super, ich lasse mal hier den ganzen... Ich schmeiß jetzt erstmal alles hier rein und dann nehmen wir mal mit, was wir brauchen nach oben. So, und ich würde sagen, das hier brauchen wir auf jeden Fall. Die Nametags nehme ich mit. Dann dieses ganze mehr oder weniger wertvolle Zeug nehme ich mal mit. Spinnenfäden nehme ich auch mal mit. Wir können uns eigentlich sogar eine AFK-Fischfarm bauen, also so eine Angelfarm. Holz nehme ich, glaube ich, mal nur zum Teil mit. Einen Eimer nehme ich mit. Und ansonsten nehme ich das Zeug hier natürlich mit aus den Öfen. Und dann können wir nach oben und dann können wir da mal ein bisschen unser Zeug schon mal einsortieren. Und die Melonen pflanzen auf jeden Fall. Und ich würde sagen, das reicht dann auch für die Aufnahme. Wir haben schon, oder ich nehme zumindest schon 42 Minuten auf. Ist natürlich dann immer geschnitten, ein bisschen was anderes. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe sogar ziemlich viel gelabert. Also eigentlich will ich die Parts nicht so lang machen, aber es ergibt sich halt immer so irgendwie. Und da ist der Hund auch schon, der auf mich gewartet hat. Nice. Ja, ich habe alles gefunden, was ich wollte, Kleiner. Das ist alles super. So, was brauchen wir? Wir brauchen eine Schaufel, habe ich schon. Und eine Hake für Melonen. Und die Diamanten lasse ich hier, weil ich kenne mich, sonst verliere ich die hier wieder. So, das mache ich auch mal dahin. Zack, zack. Wir können auch da oben eigentlich schon mal ein bisschen ausleuchten. Und hier werde ich auf jeden Fall mal das ganze Zeug in den Ofen packen. So, zack. Dann haben wir noch mehr Eisen oder nee, Gold haben wir aber noch. So. Und ist es gerade Tag oder Nacht? Wird es gerade Tag? Ne, es wird gerade Nacht, glaube ich. Gehe ich nochmal schnell schlafen. Ja, wir haben echt alles geschafft, was ich vorhatte. Das ist doch absolut nice. Jetzt bauen wir nochmal schnell die Melonen an. Und dann würde ich sagen, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Diamanten in die Kommentare. Und wie gesagt, Namen für den Hund wäre auch cool. Und ansonsten, ich habe nicht ernsthaft, ich habe eine Spitzhacke mitgenommen. Ich wollte doch eine Hake und keine Hacke. Machen wir die. Da sind die alle oben. Die könnten auch alle oben sein, tatsächlich. Da ist ja auch schon wieder eine Kiste. Ich glaube, ich werde dann auch in der nächsten Folge oder in der Folge danach mal das Haus hier anfangen. Damit ich hier mal so einen zentralen Punkt habe, wo halt das ganze Zeug zumindest drin ist. Ja, hier sind die Haken. Super. Und wo mache ich jetzt die Melonen hin? Die könnte man hier hin machen, tatsächlich. Also ich mache jetzt hier so zack. Melonen, Samen. Und dann wachsen die bis nach da. Beziehungsweise ich habe halt noch mehr. Die könnte man sonst hier gleich auch noch hinbauen. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich glaube, das hier, ja, das ist auch noch in der Nähe. Es muss ja immer vom Wasser aus 4 Blöcke mindestens in der Nähe sein, damit das noch fruchtbarer Boden ist quasi. Und dementsprechend passt das hier ganz genau. Jetzt schmeiße ich schon die Spitzhacke weg. So, und ich würde sagen, ich leuchte hier einfach mal ein bisschen aus, damit hier nichts spawnt. So, hier kann man natürlich auch nochmal ein bisschen was ausleuchten. Und hier unten mache ich nochmal ein bisschen was hin. Einfach damit wir hier nicht unbedingt einen Creeper haben, der hier direkt explodiert. Das soll ja vorkommen, habe ich gehört. So. Hier oben mache ich auch nochmal was hin. Und ihr seht, hier ist alles gewachsen. Das ist ja absolut nice. So, was sollte ich denn? Ich glaube, ich ernte mal ein paar Kartoffeln. Und dann haben wir auch schon mal... was sind die alle gewachsen? Ich farme einfach alle ab. Ich glaube, die sind alle gewachsen. Weil ich halt auch immer in der Nähe war quasi. Also ich war ja zwar unter der Erde, aber anscheinend noch nah genug. Und ja, das Essen sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Ich glaube, die Farm hat sich auf jeden Fall jetzt schon gelohnt. Und ich würde sagen, ich paare auch gleich nochmal ein paar Tiere. Ja, als nächstes muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich mehr Kühe rankriege, weil wir brauchen jetzt auf jeden Fall Leder, damit wir verzaubern können.
Dafür brauchen wir nämlich eine ganze Menge Leder, weil wir ja Bücher brauchen dafür. So. Und Obsidian muss ich auch noch holen, stimmt. Und das werde ich dann auf jeden Fall später mal machen. Erstmal werde ich jetzt hier die ganzen Viecher paaren. Oder zumindest die Schafe hier, zack. Und die Schweine. Dann haben wir hier schon mal einen ganz guten Anfang. Und ich würde sagen, das reicht dann auch von der Folge. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und ich hoffe, ihr konntet vielleicht irgendwas lernen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.